Anneda Boven, die große, feingliedrige Frau mit dem schmalen Gesicht und dem kompromisslosen Haarschnitt, ist Künstlerin. Eine der wichtigsten unserer Zeit. Über ihre Kunst reden, Erklärungen abgeben, das mag sie eigentlich nicht. Am liebsten entzieht sie sich jeder Vereinnahmung und jeder Vermarktung. Ihr Anliegen ist ihre Arbeit ist ihr Leben, die Bewältigung der Wirklichkeit. Anneda Boven, Spross der alteingesessenen Kaffeeröstereifamilie Darboven, lebt und arbeitet hier in Harburg, einem Vorort von Hamburg. An das elterliche Gutshaus ließ sie sich ein geräumiges Atelier anbauen. Von Jahr zu Jahr braucht sie mehr Raum, nicht nur für ihre eigenen Werke, sondern auch für die Sammelstücke, mit denen sie leben will und kreativ arbeitet. Es sind Relikte der Zeit und der Geschichte, mit denen sie sich umgibt, woraus sie ihre Themen bezieht. Wenn man hört Künstler, dann denkt man an Malerei, dann denkt man an Plastik. Und damit habe ich es überhaupt nichts zu tun. Ich mache weder eine Plastik, doch ich lasse ein Pferd bauen. Ich mache weder Malerei, doch ich schreibe Räume voll. Also Wohnzimmerbilder von mir gibt es nicht. Ihre spröden Schwarz-Weiß-Tusche-Aufzeichnungen machen es dem Betrachter nicht unbedingt einfach, Zugang zu dem Werk zu finden. Ihre Arbeiten versagen sich einem direkten Verstehen, einer schnellen Akzeptanz. Sie fordern geradezu die aufwendige Auseinandersetzung. Eine wesentliche Basis für ihre Arbeit sind Ereignisse, die sie der Geschichte entnimmt. Anneda Boven sagt über den Zusammenhang ihres Werkes mit der Musik: Meine Systeme sind numerische Konzepte, die nach den Gesetzen der Progression und der Reduktion arbeiten. In der Art eines musikalischen Themas mit Variationen. In einem so ausgeklügelten wie auch einfachen System schreibt sie, indem sie tausende von Blättern mit Zahlen, Reihungen und Buchstaben bedeckt. Kunst als Überbegriff heute letztlich seit Schwitterst in Koinzidenz mit Malerei und Literatur ist mein Anliegen. Worum geht es dir bei diesem Anliegen? Um Existenz, um Schreiben. Diese Bücher, die ich täglich schreibe und derer 23 Jahre lang jetzt gezeigt wurden, mit der täglichen Notiz, was wenn noch geschehen, ist das Endfazit meiner Arbeit. Worum geht es dir denn in deiner Arbeit? Um nichts Schlechteres zu tun, als was wenn im Guten ist. Capito, ja, das ist schon nicht schwierig. Das ist nun sehr schwierig. Denn ja, ja. Das ist nicht aufzeigbar in zwei Worte, weil das bedeutet, meine Archive zu öffnen. Und derer ist Genüge. Und der Überbegriff dessen noch größte Arbeit bedeutet Requiem. Und das heißt auf Deutsch gesagt, vom Lateinischen übersetzt, Ruhe. Und ich würde sagen, nach der Unruhe inklusive Krieg und Tod und Faschismus ist Ruhe höchstes Anliegen, was du praktizieren kannst. Ruhe und Konzentration hat sie eingeübt. Beides braucht sie mehr als die bei Künstlern so oft vermutete Emotion, um ihre Zahlen- und Buchstabenkonstruktionen zu schreiben. Das Quartett, so der Titel dieser Arbeit, besteht aus über 1000 DIN A4-Tafeln und ist vier Frauen der Kunst- und Zeitgeschichte gewidmet: Virginia Woolf, der großen englischen Erzählerin,
und Gertrude Stein, Schriftstellerin. Rosa Luxemburg steht für Politik und Marie Curie für Wissenschaft. Diese Arbeit ist Hommage und Dokumentation zugleich. Die von ihr ausgewählten Inhalte der Zeitgeschichte verwandelt Hanne Darboven in einfachste Form. Die Schrift löst sich in gleichförmige Schnörkel auf. Die Künstlerin kommentiert mit wenigen Worten die Biografien der vier Frauen. Sie setzt die Originalauszüge aus dem Brockhaus, die die einzelnen Personen betreffen, in unmittelbaren Zusammenhang mit ihrer reduzierten Schreibweise und schafft so ihre eigene Zeitdokumentation. Dazu gehört auch die Umwandlung in Musik. Jeder natürlichen Zahl von 1 bis 9 sind bestimmte Noten zugeordnet, sodass das Datum 5.3.70 zum Beispiel der Tonfolge HGD entspricht. Konkrete Geschichte kann auf diesen Tafeln nachgelesen werden. Verstehen wird nur, wer liest, wer wissen will. Zeit, eigentlich eine objektive Größe, bekommt hier eine neue Dimension. Zeit und Geschichte werden durch die Darbovensche Arbeit im Raum sichtbar. An diesem Schreibtisch füllt sie täglich in ihrer akribischen Arbeitsweise Blatt für Blatt. Sie wählt die Themen aus Alltag und Geschichte sehr subjektiv aus und betreibt somit eine eigene Analyse der Zeit. Umgeben ist sie dabei von Kuriositäten und Sammelstücken, die meist Eingang finden in ihre Arbeit. All diese Objekte lässt sie fotografieren und bringt sie in Beziehung zu ihrem Zahlensystem. 1 plus 1 ist 1, 2, was ich dafür auch schreibe. Und 2 ist auch 1, 2. Das ist die Grundbasis für jedes Produkt, was ich, wenn kaufe, in Bezahlung, in Auswahl, in Menge. Dass ich dann mit der reinen Zahlengeschichte, Literatur, einen Tabula Rasa gebaut habe für mich selber, ist mein Vogel. Und das ist wiederum meine eigenständigste Kunst, die auch nicht kopiert werden kann, bis heute nicht worden ist. Nur, der Ausgangspunkt ist, wie immer jetzt wieder gesagt, sehr existenziell und basisbezogen. Zwei Menschen kreieren, wenn einen dritten. Urbiologisch der Fall. Ob Mensch, ob Tier, ob Pflanze, was auch immer. Ob Kosmos, hell und dunkel, Mond und Sonne, Erde dazwischen, ich brauche doch nicht mehr zu sagen. Ich will dieser Welt nichts sagen. Sie kann was gesagt bekommen von mir, wenn sie mich persönlich darum fragt. Tagesrechnung, keine Worte mehr, die Sonnenuhr, das Mondlicht. Was ich noch gesagt habe, und Blumen verblühen, 1 plus 1 ist 1, 2. Schreibe rechnen, rechne schreiben. Mein Geheimnis ist, dass ich keines habe. Ich bin faul. Ich mag keine Fliegen. Ende. Die Welt der Hanne Darboven. Den Engel zum Beispiel hat sie eigens anfertigen lassen. Die Objekte, die zugleich Arbeitsgrundlage sind, hat Hanne Darboven von überall her zusammengetragen. Vieles hat sie anfertigen lassen, anderes ersteigert oder im Antiquitätenhandel oder sogar auf Flohmärkten erstanden. Wenn man durch ihr Atelier geht, dann hat man den Eindruck, in einem Museum der Zeitgeschichte zu sein. Sag mal, diese Bilder dort oben, hast du die selber gemalt? Nein, das sind Holztafeln, bemalt mit künstlichem Marmor. Weil in dieser Gegend, in den Kirchen etc., echter Marmor zu teuer ist. Jeder, der hier kommt, ist darüber irritiert. Und über dir? Was ist das? Ein Dinosaurier hat mir Rese gebaut, der mir auch das Pferd gebaut hat. Einer meiner Mitarbeiter.
Jeder ist mehr oder minder spezialisiert auf einen Sektor oder einen Faktor. Bei mir ist es kosmopolitisch global, was es auch so anspruchsreich macht. Ein Leibniz hat noch ein totales Wissen seiner Zeit gehabt. Als Universalgenie, das bezeichne ich mich nie. Nur ich versuche, fragmentarisch die Höhe zu erreichen, die mir zukommt. Zum Beispiel mit der Bismarckzeit. Auch eine große Arbeit mit geschichtlicher Problematik. Sie umfasst 900 Seiten fortlaufender Texte. Die Grundlage der Arbeit sind die wesentlichen Daten des preußischen Staatsmannes zwischen Geburt und Tod. Auf einer Zeittafel hat Hanne Dabowen diese Daten zusammengefasst. Neben der Zeitübersicht zeigt sie eine Bilddokumentation. Objekte jener Epoche. Objekte, die Hanne Dabowen eigens für diese Arbeit in ihrem Atelier zusammengetragen und fotografiert hat. Sie sind eingezwängt in das Dabowensche grafische Gefüge, erweitert durch abgeschriebene Aufsätze über die politische Moral, wie von Reinhold Niebuhr und dem Bismarck-Biografen Ludwig Reiners. Ihre Arbeit beschreibt das soziale und kulturelle Klima der Bismarckzeit. Das umfangreiche Werk wurde vom Bonner Städtischen Kunstmuseum angekauft. Hanne Dabowen schreibt Rechnen und rechnet Schreiben. Sie zählt, sie ordnet Zeit, um mit unausweichlicher Konsequenz Zeit und Fakten bewusst zu machen. Was ist das Phänomen der Künstlerin? Ihre Ausdauer, ihre Wahrhaftigkeit, ihre Zurückgezogenheit, ihre Sprache? Ihr Werk, ausschließlich ihr Werk. Denn ihr Werk ist erhellend und es ist, soweit ich das beurteilen kann, das einzige künstlerische Werk momentan, das auf Universalität ausgelegt ist, das also eine Möglichkeit liefert, einen Schlüssel zum Wirklichkeitsverständnis unserer komplizierten Welt zu liefern. Sie meinen, sie ist auf der Suche nach Wirklichkeit mit ihrem Werk? Aber ja, doch nichts anderes. Aber ja, schon die Persönlichkeit, aber auch alles, was sie macht und gerade die Tatsache, dass sie so unglaublich viel Material verwendet, ist nichts anderes als ein Dokument dessen, dass sie geradezu wie eine Furie Wirklichkeit zu fassen und zu erfassen sucht. Das ist eine Obsession, ein Werk zu vollenden. Und ihr Werk ist tatsächlich eine Zeitdiagnose auf anschaulichem, also auf bildkünstlerischem Sektor. Und das ist natürlich ein sehr arroganter Anspruch, wenn Sie so wollen. Kann man sagen, dass die Hanne Dabowen versucht, Zeit und Geschichte sichtbar zu machen? Aber exakt. Und das ist sehr schwierig. Denn das ist ein philosophisch nicht gelöstes Problem. Und in Naturwissenschaften gibt es viele Theorien, die eigentlich sehr poetisch und sehr künstlerisch sind, wenn man sie begreift. Aber genau das ist ihr Ehrgeiz. Aber nicht nur, sie ist keine Philosophin und sie ist keine Wissenschaftlerin. Sie macht es auf anschaulichem, auf bildkünstlerischem Wege. Das heißt, sie macht es so, dass man es über die Kraft der Augen, über das Einsehen erkennen kann. Ist sie sich selber darüber bewusst oder denkt sie darüber nach? Ist sie eitel? Eine persönliche Frage. Ich unterstelle, dass sie eitel ist. Dass sie darüber nachdenkt, weiß ich. Aber es tangiert sie nicht. Sie ist sicherlich eine emanzipierte Frau. Ich kenne keine Mode. Das betrifft auch meinen Haarschnitt. Ich möchte mich, wie ich immer sage, von meinen Haaren nicht terrorisieren lassen. Jeden Morgen den gleichen Ärger zu haben, die Locke steht draußen oder drin. Oder sie sind fettig. Bei mir gibt es nur Duschen und Haare waschen. Das gehört zusammen. Und so ist es auch mit dem Kleiden. Ich möchte nicht wissen, ob Mini, Maxi oder Mittel getragen wird, ob weite Hosen oder enge. Es gibt für mich nichts anderes. Wo kaufst du sie? Ich kaufe sie gar nicht. Ich habe sie gezeichnet nach meiner jahrelangen, vorzüglich gepflegten Jeansgarderobe.
Und dann kam der Tag X, dass auch ich erwachsen war und es auch empfand, zu einem lieben Freund, ein Schneider, ging, dem ich meine Zeichnung ablieferte, mit der Auflage, nie anzupassen. Und das brauchte ich auch nicht. Und da habe ich 3 Anzüge, Sommer, Herbst und Winter. Und dazu habe ich, weiß nicht, 6 Blusen. Die werden gewaschen, gebügelt, die sind nach wie vor eine Art Jeansstoff, ein bisschen besser. Und das kann ich auch wechseln auf weiß, das ist ein bisschen hart, aber auch sehr schön. Oder auf karierte Weste und graue Hose, das wäre jetzt der 4. Anzug, den habe ich eben nicht mitgesagt. Die anderen sind eigentlich alle blau, uni oder gestreift. Und das hat mein Schneider mir über 3 Jahre genäht, mit einem Mantel, einer Jacke passend dazu. Und den Kött, den ich gestern anhatte, ist das alte Markenzeichen meines Vaters, den ich mir kleiner habe machen lassen. In einem großen Haushalt mit 2 Geschwistern aufgewachsen, hat sie schon früh gelernt, was Disziplin heißt. Wie damals in der Schule erfüllt sie noch heute ihren täglichen Stunden- und Tagesplan. Der ist ganz geregelt, praktisch fast wie ein Beamtenwesen. Wann fängst du an? Um 9. Wie geht's weiter? Bis 13 Uhr. Dann kommt Mittagessen, Lunch. Dann geht es in die Wiesen an die Elbe oder in den kleinen Wald bei Hittfeld. Und dann ab 17 Uhr geht es wieder weiter. Dann gibt es Abendessen, dann sehe ich mir noch die Nachrichten, wenn gute Magazinsendungen an, weil kein Spiegel, kein Magazin kann so schnell und auch so diffizil, möchte ich mal sagen, von der Redaktion her, einen Artikel schreiben, wie es in diesem Fall Monitor, Report, Brennpunkt etc. tun. Der tägliche Besuch bei ihren Tieren darf nicht vergessen werden. Zum Haus gehören ein Hund und 2 Ziegen. Klein Micky und Groß Micky. Zu ihren Tieren hat sie eine besondere Beziehung. Gerne zitiert sie in diesem Zusammenhang Goethe. Wer die Menschen kennt, liebt die Tiere. Zitat und Weltanschauung. Jetzt gibt's kein Brot mehr. Nein, jetzt gibt's kein Brot mehr, Spazilein. Ja, wir haben alles mit. Wir haben alles mit, Schätzchen. Ja, Klein Miguelan hat ja Zahn. Klein Miguelan hat ja Zahn. Fernab von allem Trubel und jeder Großstadthektik lebt Hanne Daboven seit über 20 Jahren zusammen mit ihrer resoluten 86-jährigen Mutter hier auf dem Burgberg. Ihr Vater, Unternehmer, Jäger und Sammler, starb schon 1968. Aber ihre Mutter, Kirsten Daboven, eine Dänin, bemerkenswert rüstig für ihr Alter, steht immer noch dem Haushalt vor. Sie ist es auch, die wie selbstverständlich das Auto fährt. Wir sind bei Dabovens zum Kaffee eingeladen. Hanne macht ihre Arbeit alleine. Sie leben aber hier zusammen in einem sehr schönen, alten, großen Haus. Gibt es Dinge, die Sie gemeinsam machen? Autofahren, essen gehen. Ja, aber den ganzen essen. Tag ein. Nun sagt sie, nun geh ich rüber. Ich bin um 11 oder 12 wieder da, nicht? Und ich sage, ja, ich gehe jetzt da. Aber wir wissen immer, wo der eine geht und der andere. Und sie, ja, geht wunderbar. Die Arbeit. Sie hat so und so viele Stunden jeden Tag ihre Arbeit. Da habe ich ja meine Stunde meine Arbeit, nicht? Und wir fahren zur Stadt zusammen, wenn wir in die Bank müssen und so weiter, nicht? Und dann gehen wir spazieren und so. Das machen wir alles. Kann sie mit Geld umgehen? Die ist sehr geizig.
Sie gibt keinen Pfennig so viel aus. Oh, von wem hat sie das? Von ja, der Mutter? Also ich habe eine, meine Schwester ist auch geizig. Von ich, dir habe ich... Ich bin doch nicht geizig. Ich verschenke... Nein, also das kannst du nicht sagen. Ich bin vielleicht sparsam, aber nicht geizig. Aber du bist mehr ich als, bin auch sparsam. Ja, aber mehr als sparsam, nicht? Das glaube ich nicht. Das ist ja nicht wahr. Doch. Gut schön. Als sie ein Kind war, da hatte sie zu viel Intelligenz mitgekriegt. Dass, wie immer sah, was wird da aus, weil wenn man zu viel hat, dann ist es schwer zu wissen, was man macht. Dann hat sie viel Musik gemacht und hat hier auch Konzerten gespielt und alles mit. Und dann ging sie zur Seitenschule. Da hat Hanne zu mir gesagt, wer war sie für der 18? Ja, ich habe es nicht verstanden. Ich denke, du hast einen Dünkel. Ich will schaffend sein. Was will sie sagen? Schaffend sein. Schaffend sein. Ja. Schaffend, ja. Nicht, heißt es doch ja, so. Ja, heißt es, ja. Und dann kam der Wahl, Musik oder Kunstschule. Ja. Dann sagt sie, Musik kann man nur interpretieren. Ich möchte also Kunst machen und selbst schaffend sein. Und so ist es gekommen. Aber sie hat früher unheimlich viel gespielt und sie liebte ihr Spielen. Alles klassisch. Und sie ist ja 66 nach New York gegangen. Ja. Mhm. Waren Sie damit einverstanden? Ich habe es ja mitgepresst. Mutter war ja dabei. Sie hat mich nach Rotterdam gefahren mit den zwei Kisten. Ja, wie war's? Was hast du in New York gemacht, erlebt? Gearbeitet. Mich selbst gefunden. Nach der Akademie zu begreifen, kannst du frei eine Arbeit tun oder bist du Kind dieser Gesellschaft, auch der Kunstgesellschaft? Und das wollte ich nicht sein und bin ich ja auch nicht geworden. Die Briefe, die ich zweitäglich nach Ronneburg schrieb, wurden eintäglich von meiner Mutter beantwortet. Nicht auf Brief, aber in Bezug auf Hühnerleben, Schweineleben, Schafeleben und Haushalt. Und das brachte mir mein schwarzer Briefträger mit der Zigarre, wie du in der Zigarillo in der Hand. Und wenn ich nicht Punkt 10 aufmachte, blieb er am Klingeln und sagte, du bist doch lebendig. Ich war auch ein bisschen ängstlich. Aber der Glück, da ist ein Bekannter von uns, er war Arzt und sollte nach Amerika, war also für eine Rude rum, also als Studium, nicht? Und dann sagte mein Mann, ja, dann kann er ja hier mitnehmen. Dann sind sie zusammen mit dem Schiff rübergefahren. Damals flog man ja noch nicht. Nein! So. Mit dem Schiff rübergefahren. Von Rotterdam! Und dann haben sie zusammen im Hotel, also zusammen, also die ersten sich, zwei Wochen. In ein billiges Hotel, ja. Damals wenigstens. Und ja, da hat sie sich so entwickelt. Und dann wurde es der Arzt, Sophie in New York, sie war mit ihm, er war, wie heißt das? Neurologe. Sie war mit ihm in sämtlichen Krankenhäusern und neurologischen Anstalten. Sie alles durch ihn. Und er konnte kein Englisch. Ich musste jeden Abend sitzen und ihm die Fragen übersetzen für den kommenden Tag. So, ich weiß ziemlich gut Bescheid, wie es in der Psychiatrie oder damals in New York und Umgebung ja, aussah. Und dann wollte ich ihm sagen, dann wurde ich ihm befehl, er machte auch die Reise nicht voll, er türmte selbst und dann kam er nach Hause, ging Telefon. Frau Darbun, ja, ich habe Hanne in New York gelassen, aber machen Sie alles, Ihr Zimmer fertig, sie wird bestimmt in 8 Tagen wieder da sein. Aus den 8 Tagen wurden 3 Jahre. Mitten in New York, 90. Straße, Nummer 337, Ecke First Avenue, lebte und arbeitete sie in einem 30 Quadratmeter großen Apartment. $250 pro Monat, damit musste sie auskommen. Alleine $50 gingen fürs Zeichenpapier drauf. In den ersten Wochen hat sie ihr Apartment nicht verlassen. Dann verbrachte sie ihre Zeit zunächst allein in Museen, in Galerien und vor allem aber in den Künstlervierteln. Sie lernte andere Künstler kennen wie Rauschenberg, Warhol und Soluit und begann auf Millimeterpapier zu zeichnen. Sie beschäftigte sich mit Zeit und Zahlen. Hier entstanden frühe Entwürfe dessen, was sich später zu ihrem ureigenen Zahlensystem entwickeln sollte. Das Zeitmaß wurde zum Ausgangsmaterial und zur Grundlage für ihre Arbeit. Ein Freund erinnert sich. Natürlich hat sie manchmal Spaß gehabt, ist zum Café und sowas gegangen, aber
Sie hat unheimlich viel getan und ist jeden Tag zu Hause, von morgens bis abends mit ihren Zeichnungen und hat immer, finde ich, sehr viel getan. Sie hat, glaube ich, so unwahrscheinlichen Sicherheit. Sie weiß genau, was sie will. She knows exactly, can I speak sometimes in English, yes. Sometimes in German? She knows exactly what she wants to do. And I think she knows how to get there. Hanne weiß genau, was sie will. Und sie weiß, wie sie ihr Ziel erreicht. Mit ihren Mechanismen und den Mitteln, die sie hat, ist sie nie unsicher und gelangt immer an ihr Endziel. Ihre Konstruktion, ihr Rahmen ist immer sehr flexibel und erlaubt ihr immer weiter zu wandern und anzukommen, wo immer sie ankommen möchte. Jemand, der von Anfang an nunmehr seit 20 Jahren unbeirrbar und unvermindert auf Hanne Dabhoven setzt, ist der Galerist Leo Castelli. Sie lernte ihn damals in New York kennen und sie wurde von da an sein Geheimtipp in der Kunstszene. Er vertritt sie exklusiv in der ganzen Welt und hat schon über ein Dutzend Ausstellungen in seiner Galerie präsentiert. Der Erfolg ließ lange auf sich warten. No, I haven't been successful at all until quite recently. Ich war ganz und gar nicht erfolgreich. Bis vor kurzem habe ich mal hier, mal dort eine Arbeit verkauft. Na schön, eine Arbeit an das Museum of Modern Art. Ich glaube, ich hatte nicht mal viele private Sammler. Das Museum of Modern Art hat mal eine Arbeit gekauft. Und in Deutschland, in ein paar Städten, Hamburg und München, wurde was verkauft. Und was motiviert Sie? Warum stellen Sie die Künstlerin aus? Die Motivation war nur, weil ich ihre Arbeit mochte. Ich mag ihre Arbeit. Meine Galerie ist nicht nur dazu da, Geld zu machen. Ich muss zwar auch Geld machen für mich und meine Leute und ganz besonders für die Künstler. Meine erste Absicht aber ist es, wichtige Künstler auszustellen. Ob sie verkaufen oder nicht, wenn ich ihre Bedeutung erkenne, ist das andere nicht so wichtig. If I consider them important, it doesn't matter at all. Viele Künstler, Konzeptkünstler, waren über viele Jahre erfolglos. Gerade in Amerika, gerade in New York. Nur wenige Leute haben verstanden, worum es überhaupt ging. Die Anerkennung für Hanne und die anderen kam erst viel später. Es brauchte 20 Jahre, bis die Leute spürten, dass es sich gerade bei Hanne um eine wichtige Künstlerin handelt. Ich bin sehr glücklich über diese sehr schöne Ausstellung, die den ganzen Raum verändert, ihn leicht macht. Wenn Sie den langen Fußboden sehen, er ist unauffällig geworden, Teil der Arbeit. Anfang des Jahres 91 stellte Castelli die Urzeit aus. Urzeit mit Haar und Urzeit ohne Haar, so der Titel dieser Ausstellung. Gemeint ist die Zeit, in der es noch keine Menschen, keine Forschung, keine Wissenschaft gab. Zur Dokumentation benutzt Hanne Dabhoven Fotos, auf denen Tiere jener Urzeit zu sehen sind. Die Zeit der Wissenschaft beginnt mit der Zahl. Für die Künstlerin die einzige Erfindung des Menschen. Denn jede andere wissenschaftliche Erkenntnis, so Hanne Dabhoven, ist im Grunde nur eine Entdeckung eines Gesetzes, das in der Natur schon vorhanden war. Es ist ganz gut zu verstehen, denn es ist exakt, was es ist. Und das ist ein Grund, warum ich Hannes Arbeit so sehr mag. Es ist keine Metapher, es ist, was es ist. Das Geschriebene steht für sich, jedes Stück, jede Ausstellung steht für etwas. Ich würde sagen, für einen Teil der Kultur.
Vielleicht auch Geschichte? Nein, Teil der Kultur gefällt mir besser. Geschichte ist Interpretation. Was Hanne macht, ist Präsentation. Und die Sachen, die sie uns präsentiert, stehen für Wirklichkeit. Eine Wirklichkeit, die keine Bilder, keine Interpretation braucht. Und diese Realität nimmt es aus der Idee der Metaphor. Du machst deine eigene Metaphor für die Arbeit. Amerika wurde für sie zum künstlerischen Sprungbrett. Natürlich hat sie die neue Welt auch zu ihrem künstlerischen Thema gemacht. Die Eindrücke dieser Metropole hat sie festgehalten und auf Postkarten oder Fotografien gesammelt und den Ansichten ihrer Heimatstadt Harburg gegenübergestellt. Diese Ansichten dienten ihr zum Vergleich Amerikas mit Europa am Beispiel ihrer beiden Lebensorte. Den bildlichen Vergleich bezieht sie auf das Jahr 1985. Sie komplettiert die Stadtbilder mit Tagesrechnungen, die in Wort und Zahl den Ablauf der Zeit spürbar werden lassen. Wie in einem kalenderartigen Zahlenwerk fügen sich Tage und Wochen zum Jahr. Die Grundlage ihres Zahlensystems ist einfach. Aus der Mathematik übernimmt sie das Prinzip, nur die einfachen Ziffern von 1 bis 9 als natürliche Zahlen zu bezeichnen. Alle mehrstelligen Zahlen, also nicht natürlichen Zahlen, wertet sie als Einzelziffern. Getrennt addiert ergeben sie eine Quersumme. So wird zum Beispiel aus 42 4 plus 2 ist 6. Ansichten 85, das ist auch der bildliche Vergleich zwischen Großstadthektik und ländlicher Ruhe. Zeit in New York, das war, glaube ich, für dich eine, und für deine künstlerische Entwicklung eine der wichtigsten in deinem Leben. Ja, sicher, weil das war nach der Akademiezeit. Auf der Akademie tut man das, was die Lehrer einen andeuten, tun zu können. Und man übt sich darin und findet vielleicht auch selber was. Nur dann kommt der Punkt, wo ich mir selber sagte, das habe ich jetzt gemacht und ich wurde damit auch ganz gut fertig, muss ich zugeben. Nur das genügte mir nicht. Ich wollte tatsächlich wissen, was kann ich denn nun ohne der Angaben überhaupt tun. Und da habe ich mir meine Arbeit, die ich bis heute weiter in der Variante bis in die Weltpolitik, aber vor diesem Hintergrund Konstruktion, Zeitaufschreibung bis Konstruktion, Musikaufschreibung, die ich heute ausübe, wie du weißt, Quartette, Symphonie etc. aufgeschrieben. Die Endkonsequenz meiner Arbeit wird die Musik sein. Die totale Abstraktion der Kunst. Das ist die Musik immer gewesen und wird sie mit mir weiter sein. Die Daten und Zahlen aus der Geschichte, die Zeit, werden über ihre mathematische Konstruktion umgewandelt in Musik. Musik anstelle der Wörter. Mathematische Literatur wird von Musik abgelöst. Aus der Gesamtheit ihrer Tagesquersummen, zum Beispiel eines Jahres oder Jahrhunderts, entstehen nicht nur Notenreihen, sondern sogar lange Werke. Eine Sinfonie klingt dann so. Klingendes Auf und Ab, eine Melodie, die an die Eintönigkeit asiatischer Musik erinnert. Die dreistündige Sinfonie wurde in der Kunsthalle Basel aufgeführt. Die
Die Künstlerin hat eine spezifische Methode entwickelt, mit der sie Zahlenkonstruktionen ihrer Arbeiten in Musiknoten verwandelt. Die üblichen 5-Noten-Linien und ihre Zwischenräume werden von ihr durchnummeriert, und zwar unten beginnend mit den Zahlen 1 bis 9. Dadurch erhält sie ein System, in dem jeder Zahl eine bestimmte Note zugeordnet ist. Zum Beispiel die Zahl 2 für die Note F, die 3 für G und so weiter. Alle zusammengesetzten Zahlen werden in 2 Noten in einem Intervall ausgedrückt. 12 ist zum Beispiel EF und 13 EG. Und ich sage ja auch, ich postuliere nichts. Ich sage ein Konzept, was mich betrifft, brauche ich, was meine Disziplin und meine Möglichkeit betrifft, um sie zu tun. Ich tue ja meine Arbeit. Deine Kunst ist eine Mischung aus Wissen und Disziplin, kann man das sagen? Genau. Und wie ich immer sagte, nach der Konzeptart oder auch davor wurde ich in die Minimalart eingeordnet. Meine Antwort war auch schon in den 70er Jahren, ich mache Maximalart. Hanne Dabovens Kunst lässt sich nicht in eine bestimmte Schublade stecken. Ihre Kunst lässt sich nicht mit einem Etikett versehen. Sie ist ihre urpersönliche Erfindung. Sag mal, Hanne, was war denn 1990 für dich das gravierendste Ereignis? Sage ja, Einmarsch in Kuwait. Naja, das ist schon wahr. Die Wiedervereinigung, die ist, natürlich hat sie 90 definitiv stattgefunden. Die, konntest du sagen, lief aber schon seit 89. Naja. Das Fest der Wiedervereinigung ist ein ganz großes Datum. Nur das war klar, dass Gorbatschow das erlaube und die Position ja weiterführt. Selber hat er ja nun im eigenen Land, was Korruption etc. Missbrauch betrifft, schwer zu leiden. Ja, der hat ja unglaublich, das wird ja so missbraucht. Denn wie kann es sein, dass sie heute gar nichts mehr haben, wo sie gestern also alles hatten? Und Geld haben sie und kaufen können sie, es muss doch irgendwo bleiben. Also der Mann leidet unter einer schrecklichen Korruption in der Umstellung von der straffen, sagen wir jetzt, Formierung in die Marktwirtschaft. Ja. Und natürlich habe ich mich intensiv verfolgt und befasst, was Einmarsch Irak-Kuwait betrifft, geschweige dann davor Irak-Iran. Was Öl, was Saudi-Arabien, was Israel, die ganze Nahost und Fernost, also Arabien und Israel, Öl etc., Herrscher, Islam, Diktatur. Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie ist nicht nachvollziehbar ohne des Vergleiches. Eine Variante in der Wiederholung gibt es schon. Krieg ist immer Krieg, er ist immer verschieden, aber die Ursache und die Tatsache bleibt, wenn Krieg. Angelika, das ist schön. Du schenkst die Gläser ein. Paulinchen, du kannst dich bei mir bedienen, die müssen in meiner Nähe bleiben. Ihr könnt jetzt rumgehen. Geradlinig und direkt ist Hanne Dabovens auch im Umgang mit ihren Mitarbeitern. Coworkers nennt sie sie. 6 an der Zahl sind sie zuständig fürs Schreinern, Fotografieren, für die Musik und die Buchführung. Einmal im Jahr treffen sie sich zu einem Fest. Wunderbar. Also guten Abend, herzlich willkommen. Danke. Ja, der ist leicht und bekömmlich. Der schmeckt sehr gut. Also das ist Frau Schneider. Mein Name an Sie ist Paulinchen. Das ist die älteste Mitarbeiterin seit 1971. Noch älter, ich gehe mir so rum, ist Rese, der Tischler, der mir das Pferd baut, der mir den Engel baut, der mir selbstverständlich die Schränke baut. Den Dinosaurier baut. Du hast doch viel mehr gemacht. Den Roboter baut. Hanne Dabovens ist auch eine Managerin, die in ihrem straff geführten Atelierbetrieb Aufgaben delegiert und trotzdem alles unter Kontrolle hat. Machen Sie das genau nach der Anweisung von der Hanne? Nein, nein, das ist alles so frei von der Sie. Also auch hier so die Sorgel oder was weiß ich, das überlässt Hanne, also meine eigene Fantasie. Also die Hanne sagt Ihnen so, ich brauche jetzt ein Pferd? Ja, ich brauche ein Pferd und was einfach? So und auch einfache, was habe ich dann? Vielleicht 300 Stunden dazu gebraucht, dann erstmal Entwurf und so weiter. Ich sammle mich vom Bauernhof, also so hat man ein bisschen Gefühl. Und haben sich die Pferde immer angucken müssen während der Arbeit? Ja, ich habe auch, also wir haben früher Pferde auf dem Hof, ne? Also insofern. Und da habe ich gesagt, okay, machen wir so einen Araber. So wird, und dann holt man sich ja Fachliteratur. Und dann war das ja ganz
irgendwie war das so, auch so eine Laune entstanden, dass ich dann gesagt habe, ja, das Pferd mache ich. Nachher kam ja der Tag dann, ne? Dann hatte ich ja wohl ein Jahr Zeit, aber nachher wurde es ja dann doch eng. Dann habe ich das 6 Wochen so erstmal Pferde noch gezeichnet und dann auch Fachbücher, dann die Stellung, so soll das ja unbedingt ein Araber werden, dann, ne? Von Aussehen her. Hannes Verhältnis zu ihren Mitarbeitern ist ein sehr persönliches und unkompliziert. Das ist ja eine lustige Sache. Ja, ja, sie drückt sich so aus. Hannes ist ja mit ein bisschen, na, so in der Ausdruckform ist sie ein bisschen derb, wenn wir so sagen. Dann, aber das kann man ja nicht immer so. Genau, ich sage ihr ja auch, sie soll nicht so viel rauchen. Nicht? Also das ist dann immer, dann sagt sie, Riese, ich habe schon wieder 2 Zigaretten weniger geraucht. Nicht? Dann ist sie ja auch ganz stolz. Also wir haben ein ganz super Verhältnis miteinander. Nicht? Also, und deshalb ist das Vertrauen auch da. Schön. Ja. Es wird viel gearbeitet, manchmal auch gefeiert. Zum weihnachtlichen Betriebsfest gibt's nicht Musik von Hanne, sondern für sie spielen Sinti aus Ungarn. Und das auch schon seit mehreren Jahren. Das Ganze findet statt in der großen Stube bei Muttern. Ein außergewöhnliches Haus, eine außergewöhnliche Frau. Hanne Darboven weiß aus der Geschichte, wie Kunst, Literatur und Musik politisch missbraucht werden können. Daher war ihr Ziel, das sie auch erreicht hat, die mathematische Musik. Sie ist hörbar, aber nicht benutzbar. Meine asketischen Zahlenkonstruktionen und meine musikalische Produktion, sagt sie, ist für jeden Politiker unbrauchbar. Mit ihrer Kunst und ihrer Musik kann man die Massen nicht aufheizen, keine Weltverbesserungsprogramme anregen. Ihr Wunsch nach Unabhängigkeit und vor allem ihre Besessenheit für das Wahrhaftige sind Motivation und Motor für ihr Schaffen. Ihr Motto: Das Wahre ist schön und ich mag Schönes.